Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir sind im Let's Play Team beim Spieltag der FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Ja, wir sind in der Allianz Arena zu Gast und ja, ich würde einfach sagen, here we go. Der Tabellenerste gegen den Tabellendritten. Ja, Bayern München auf Platz 1, wir auf Platz 3. Wir müssen zeigen, dass auch was in uns steckt und Rafinha ist im rechten Mittelfeld, läuft. Wer kennt nicht? Der Mittelfeldspieler Rafinha. Und da kam erstmal Javi Martinez gut durch. Zu gut. Und jetzt Gamezocker. Alaba ist auch ja so die Mauer von Österreich. Ja, Sergio Ramos fehlt bei uns. Dafür ist Mats Hummels da. Also solange wir uns für die Champions League qualifizieren, ist ja noch alles gut. Und jetzt erstmal ein Schuss. Oh, Kevin da gerade mit einer guten Chance, sondern nein. Und jetzt Thomas Müller. Thomas Müller ist durch, aber da war auch Mats Hummels dran. So, jetzt. Neymar mit einem schönen Pass auf Gamezocker. Legt nochmal ab auf Decoy und der macht ihn auch. Der macht ihn auch und der hat Bock. 1-0 Hertha BSC Berlin. In der 14. Minute. Oh, war der schön, der Pass. Aber da war Bartschuber. Oh, und Horsti bekommt den erstmal mit dem Kopf noch. Decoy. Ja, Alaba. An Alaba kommst du normal nicht vorbei. Außer mit einem hohen Pass. Aber das ist ja eher so Cheating. Und Kevin! Oder du passt einfach um ihn rum. Ja, Freiburg führt 1-0 gegen Hannover 96. Also Lasogga ist nicht so gut bei Hannover, aber wenigstens kann er da spielen. Und hat Spaß. Bei uns hätte er gar nicht spielen können. Jetzt Müller. Rafinha. Gomez, Rafinha. Wie schon gesagt, er ist jetzt rechter Mittelfeldspieler. Horsti geht da schön rein. Und Freistoß für den FC Bayern München. Schnell ausgeführt. Javi Martinez verliert den Ball wieder einmal. Und jetzt. Ah, da war ein Verteidiger Neuer. Ja, er ist ein Innenverteidiger, der auch Hand nehmen darf. Der ist der einzigste auf dem Feld. Also bei Bayern gibt's keinen Torhüter, muss man ja sagen. Und Hannover macht einen Ausgleich, okay. Und jetzt Decoy. Decoy! Und jetzt Toni Kroos. Zu Rafinha zu Gomez und da läuft Rafinha frei, aber sie passen einfach nicht. Rafinha, Javi Martinez, Gomez, Wolf und ab zu Gamezocker. Er spielt mal ein paar Mal mit dem Ball und da war natürlich die Mauer Alaba.
Also wenn man an der Mauer Alaba vorbei ist, dann muss man nur noch an den Innenverteidiger Neuer vorbei. Und Gamezocker. Was auch immer der gemacht hat. Schöner weiter Pass zu Morris. Jetzt Morris schießt einfach mal drauf und da war Kevin im Weg. Was war das denn? Ja. So, jetzt weiter Abschuss von Innenverteidiger Neuer. Neuer. So, Thomas Müller. Verliert den Ball an Mats Hummels. Und Gamezocker wollte hier Bartschuhe austricksen, aber ging nicht. Da ist wieder die Mauer Alaba. Und Ribéry auf Müller, aber ja. Wenn man Scheiße spielt, dann wird ja immer noch mit Scheiße belohnt. Ja, gesagt, bestraft. Rafinha war durch, aber verliert den Ball. Und da ist jetzt Kevin. Na, Kevin, was machst du denn? Doch nicht bei Boateng. Und ja. Jetzt die Wölfe führen gegen Hoffenheim und da! Gamezocker, come on! Come on, man, come on! Jetzt Philipp Lahm. Ja, okay. wie lange ist jetzt nochmal Nachspielzeit? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil Rafinha da jetzt kommt und da war Hummels da zum Glück. Rafinha! Rafinha! Boah! Da war Tornado nochmal. Ah. Immer wenn man Konter starten will, dann ist Abpfiff. Okay, hätte ich mir merken müssen. ja. Okay. So kannst du weitergehen. Jetzt Kevin am Ball. Und Augsburg führt jetzt mit 1-0. Ribéry am Ball. Ribéry. Und Hummels. Das war ein schöner Pass. Auf Decoy. Decoy kann auch mal flanken, aber geht eher so zu Javi Martinez. Jetzt überbewertet Kroos. Kann man den einer vom Platz hauen? Ich habe keinen Bock auf Kroos. Ja, geht auch. So, jetzt Horsti und Paderborn führt gegen Werder Bremen. Okay, ich hätte mich nicht wundern müssen. Es ist Werder Bremen. Und Frankfurt macht einen Ausgleich gegen Augsburg. Und Claudio Pizarro kommt rein, der Joker für den FC Bayern München. Und ja, so ein Joker war der jetzt nicht. Mats Hummels trifft. Ich glaube, sie hätten erst nach der Ecke Pizarro einwechseln müssen. Denn so steht's jetzt 2 zu 0. David Alaba, Franck Ribéry und Hummels. Boah, an Alaba kommt man wirklich nicht vorbei. Da muss er schon wirklich reingrätschen. Oh, war das ein Pass. Oh, war das ein Pass. Oh, Lahm war dazwischen. Aber Kevin trifft nochmal. Kevin trifft natürlich. Wir hauen Bayern auf den Mond. Läuft. Ich glaube, sie hätten wirklich mit Gomez spielen müssen. Ist ja ein Joker für uns. Und jetzt Toni Kroos. Claudio Pizarro, der war doch im Abseits, oder nicht? Ich meine, er war im Abseits und was macht denn Phil da? Ich weiß nicht. Nein!
Gamezocker. Und jetzt lauf, Eagle. Lauf um dein Leben. Ja, klar. Und Rafinha geht jetzt mal runter für Arjen Robben. Ja, die Bayern, damit hätten die eher nicht so gerechnet. Mit so einer Niederlage. Also ich meine, das Ding ist schon gegessen. Die Katze ist im Sack. Und Hoffenheim macht einen Ausgleich gegen Wolfsburg. Ich mache für den nächsten Part mal was Bestimmtes. Nervt zwar ein bisschen, aber ja, werdet ihr ja dann schon sehen. Horsty verlegt den Ball an Philipp Lahm. Jetzt Wolf. Ja, ich schmeiß gerne Spieler um. Vor allem ohne Grund. Das macht am meisten Spaß. Und Neymar, was macht der Typ denn? Die Call. Na, ah, was machst du denn? Was machst du denn? Du hättest den Ball einfach nur normal in die Mitte flanken müssen. Aber nee. Hast gar keinen Bock. Schweinsteiger. Und Müller. Müller. Der Müller. Und ja, Hummels. Und der Badstuber. Jetzt schon wieder Thomas Müller. Javi Martinez. Thomas Müller. Aber da war Tornado. Ja, ja. Und Flanke in die Mitte. Aber jetzt hat Morris den Ball. Nein, auf Konter sollte ich spielen. Ja, und wie schon gesagt, an der Mauer Alaba kommt man nicht vorbei. Und Hannover führt jetzt, okay. Oh. Schiri. Das hätte man als Foul gehen können. Gelten lassen können. Ja, aber egal, jetzt ein Robben. Na komm. Das ist ja langweilig, wenn ein Robben nicht durchkommt. Oh, Claudio Pizarro. Da war er durch, hat aber nicht geschossen. Und jetzt. Jetzt vielleicht. Oh, Kevin kam an die Mauer Alaba vorbei. Alaba zieht aber noch. Und Kevin! Im Spiel Deutschland gegen Indien hätte man für Indien den Freischuss gegeben. Oder so. Ja, das Spiel Deutschland gegen Indien war schon scheiße. Was hier in Gelsenkirchen war. Wo ich auch noch live war. Ja, schönes Live-Spiel, muss ich sagen. Und Philipp Lahm. Arjen Robben. Pizarro. Oh. Oh, und da gibt's auch noch Elfmeter. Elfmeter. Da diskutieren sie, aber da muss auch mal Ribéry ran. Und der ging. Ribéry. Ja, 3-1. Wenigstens nicht so eine Blamage für Bayern München. Aber. Hä? Was war das denn? Aber somit haben wir wenigstens ein Statement hier abgegeben.
Das war auch noch mitspielen wollen. Boah, Bart Stuber wieder da reingeht. Ja, Ball gespielt, bla bla. Für uns hätten wir es gemacht, hätte es einen Freischuss gegeben. Und jetzt. Und jetzt. Oh nein! Handspiel. Es war ein Innenverteidiger, der Hand nehmen darf, aber trotzdem Handspiel. Aber egal. Es steht 3 zu 1 zum Ende. Ja. Das, ja, Bayern hat 11 Meter Tor gemacht. Wow. Ja, und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute, und haut rein.